Was kriegt man, wenn man Straßenrennen mit Offroad-Terrain kombiniert? Auf Straßen-Road-Terrain-Rennen? Nein. Ultracross. Eine Hochgeschwindigkeitsdisziplin auf maßgeschneiderten Strecken für schnelle Autos und noch schnellere Fahrer. Was soll das denn heißen? Ist der Mensch da schneller als sein Auto? Kann ich das hier vielleicht zu Ende erklären oder müssen wir erst über Physik diskutieren? Ja, schon gut, mach weiter. Bei diesen Events geht es vor allem um Massenrennen mit weiten Kurven, mit S-Kurven, die deine Lenkkünste auf die Probe stellen, langen Geraden, um Geschwindigkeit aufzubauen und Kreuzungen, bei denen man sieht, wie viel Vorsprung man hat. Rallye-Raid ist ein Punkt-zu-Punkt-Rennen von Start bis Ziel durch wunderschöne Naturlandschaften, die man nicht wirklich genießen kann, weil man ganz schnell in irgendeiner Hecke landet, wenn man nicht aufpasst. Geschwindigkeit ohne Ende, Sprünge ohne Ende, enge Kurven und Weggabelungen, die die Spreu vom Weizen trennen. Rallye-Raid ist Dirt in Reinkultur.
Hörst du das? Was ist das? Ist das Donner? Falsch! Das ist Stampede! Aber nicht auf die altmodische Art. Schlangen? Muskulöse Pferde? Schon wieder falsch! Diese hochgezüchteten Bestien hier werden von Benzin und Durchhaltevermögen angetrieben, sind in schwer befahrbaren Naturlandschaften anzutreffen und stürzen sich oft kraftvoll in ein Rudel von anderen Rennfahrern. Ah, Autos! Hätte ich mir denken können. Darum geht's schließlich bei dieser Serie, Junge. Wovon reden wir denn die ganze Zeit? Die Strecken wurden auf grobem und oft unmarkiertem Wüstenterrain gebaut und sind mit allen möglichen Höhenunterschieden und vielen Sprüngen gespickt. Ab in den Sattel, Partner! Es ist Stampede!
Thank you.
Eis. Es ist glatt, eben und kalt. Und das Einzige, was zwischen dir und dem Abgrund steht. Und das ist gut für kalte Limonade. Eis. Freund und Feind. Diese Events sind für Drift-Spezialisten gedacht. Es gibt weite Kurven und lange Geraden. Und alles wurde für sensationelle Seitwärtsaktionen gebaut. Also bleib cool und behalte die Kontrolle, denn auf dieser Oberfläche gibt es nur sehr wenig Grip. Ah, cool. Verstehe. Wegen dem kühlen Eis. Alter, du sollst doch aufhören, meine Witze zu erklären. Das ruiniert den Effekt.